eure Leute, Marc hier von MacMath Studios. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Review. Heute teste ich eine Actionkamera für euch, und zwar die Xiaomi Yi oder Xiaomi Yi, je nachdem wie man die nennen will. Und die habe ich wie so oft bestellt in Asien, und zwar bei newfrog.com. Da kostet sie zum Zeitpunkt des Videos knapp 70 Euro, was noch ganz okay ist. Das Ganze habe ich natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr gerne vorbeisurfen. Jawohl, und ich würde sagen, wir packen diese Kamera jetzt langsam mal aus. Die Yi-Kamera wurde sozusagen als GoPro 3 Killer entwickelt. Und die ist auch zum Kampfpreis erhältlich, wie gesagt, so knapp 70 Euro für Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde. Das ist schon wirklich sehr cool. Man hat hier versucht, alles einzusparen und trotzdem die Bauteile sehr hochwertig zu wählen. Verbaut ist unter anderem ein Sony Exmor-Sensor und ein Ambarella-Chip. Die sind also momentan sehr hochwertig, und das hier ist die Kamera. Ich hole die jetzt einfach mal hier raus. Die gibt es auch noch in der anderen Farbe, und zwar in Weiß. Ich habe die hier in diesem türkis-grünen Mischmasch gewählt, da man die so relativ gut sieht. Und ihr seht auch schon hier in der Kamera, in der Packung ist nicht viel mehr dabei, außer eben die Kamera selbst. Dann haben wir hier an der Seite noch ein kleines USB-Ladekabel. Ich muss gerade noch von der anderen Seite mal reinschauen, da ist auf jeden Fall noch was drin. Und neben der Anleitung ist da auch nichts weiter bei. Das ist also ganz normal in der Kategorie. Man muss sich also ein Unterwassergehäuse etc. nachkaufen. Das gibt es natürlich original von Xiaomi. Ihr könnt aber mittlerweile auch zu sehr günstigen Nachbauten greifen, die knapp 7, 8 Euro kosten. Das kann man sich da gleich mitbestellen. Bei NewFrog ist also ganz problemlos. Ja, und diese Kamera hat mittlerweile auch eine sehr große Fangemeinde. Also die Bildqualität ist außerordentlich gut und es gibt da auch fast nur gute Reviews drüber. Und was die Kamera kann, ist ebenfalls sehr gut. Auch für den Preis. Ihr seht hier das Faltblatt, das erklärt nur ganz kurz, wie man die Micro-SD-Karte einlegt und wie man diese Abdeckung hier öffnet. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Komponenten an. Das hier ist die Kamera, dazu kommen wir gleich. Ich packe gerade noch das kleine Kabel hier aus, ist ein schönes flaches USB-Kabel, das man zum Aufladen benutzen kann. Und dann haben wir natürlich noch den Akku, der hat 1100 mAh. Das reicht ungefähr für 80 Minuten durchgängiges Filmen ohne Wi-Fi. Und die Ladezeit des Akkus beträgt über das USB-Kabel 90 Minuten, das ist also auch noch vollkommen okay. Jawohl, bei der Kamera wurde einiges eingespart, das habe ich schon gesagt, denn die hat auch kein Display an der Rückseite. Also das hat man hier eingespart, und das Ganze hier wird komplett über das Smartphone bedient. Deswegen ist hier hinten, wie gesagt, auch kein Display, man kann hier hinten einfach die Batterie einlegen. Da ist auch der Zugang für die Micro-SD-Karte und den USB-Port. Ja, und die Kamera wird bis auf die zwei, drei Tasten, die dran sind, einfach bedient über das Smartphone, über das Tablet. Ich persönlich lebe analog, das bedeutet, ich habe außer einem Notfalltelefon, einem Notfallhandy, kein weiteres Smartphone und nutze das auch gar nicht. Dementsprechend habe ich zu Hause eine Android-Box und werde diese Kamera hier komplett nutzen, um sie als Kopfkamera zu haben oder eben an meine RC-Modelle zu basteln. Hier unten sieht man schön, hier ist ein Stativgewinde, das ist alles, was ich dazu brauche, um das zu benutzen. Hier an der Seite hat man die Taste für das Wi-Fi, zeige ich aber alles gleich nochmal ausführlich. Hier unter dieser Klappe ist der Micro-HDMI-Port, der Micro-SD-Karten-Slot und der USB-Ausgang zum Aufladen. Natürlich könnt ihr auch so die Kamera mit dem PC verbinden. Und auf dieser Seite hier rechts wird der Akku eingelegt, das werden wir jetzt auch gleich machen. Und da ist diese Kamera einfach perfekt, da sie eben kein Display hat, das mit am RC-Quadcopter hängt, brauche ich nicht. Und dementsprechend zieht die Kamera auch keinen extra Saft, wenn sie auf einem RCK ist. Da muss auch das Display nicht unbedingt eingeschaltet sein. Deswegen bin ich soweit ganz zufrieden mit dem Teil hier. Wichtig ist die Bildqualität, und die ist exzellent, das werdet ihr später noch sehen. Und das hier zu einem sehr vernünftigen Preis. Da kann man also auf jeden Fall nicht meckern. Ich habe den Akku jetzt mittlerweile eingelegt und die Kamera ist soweit betriebsbereit. Wir schalten jetzt einfach mal ein hier vorne mit der großen Taste. Das hier schaltet auch um, ob ihr in den Fotomodus oder in den Videomodus wollt. Wenn ihr lang gedrückt haltet, schaltet ihr ein und aus. Kurzes Drücken schaltet zwischen dem Foto- und Videomodus hin und her. Und hier oben haben wir noch den Auslöser, den drücken wir zum Video aufnehmen und zum Foto machen. An der Seite ist die Wi-Fi-Taste, die muss man auch gedrückt halten, um Verbindung aufzunehmen mit dem Smartphone oder eben hier mit der Android-Box. Die Kamera wird auch ganz easy gefunden, die taucht dann in der Wi-Fi-Liste auf und dann könnt ihr hier die App bedienen. Ich habe jetzt leider hier vom TV abgefilmt, aber ich denke, man erkennt trotzdem ganz gut, was gemeint ist. Hier könnt ihr als erstes mal die verschiedenen Funktionen einschalten. Die Kamera kann also nicht mehr filmen, ihr könnt Fotos machen,
ihr kennt Burst-Aufnahmen machen, also ganz viele Aufnahmen nacheinander, Timelapse-Aufnahmen, dann könnt ihr hier sozusagen auch das Ganze als Dashcam benutzen im Fahrzeug, wo einfach eine Schleife von 3 oder 5 Minuten aufgenommen wird. Hier sieht man, die Kamera schafft 2K-Auflösung, das schafft sie normalerweise nicht. Als ich die Kamera mit Wi-Fi verbunden hatte, hat sich auch die Firmware der Kamera geupdatet. Das bedeutet, die Kamera ist auf dem neuesten Stand und nimmt seitdem Aufnahmen in 2K auf, 30 Bilder pro Sekunde. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Sache. Dann habt ihr natürlich auch alle HD-Auflösungen. Full HD nimmt die Kamera mit 60 Bildern pro Sekunde auf, wahlweise auch mit 50 Bildern, mit 48 Bildern, mit 25 Bildern, mit 24 Bildern. Also da habt ihr eine ganz große Auswahl, je nachdem, ob ihr ins NTSC-System geht oder ins PAL-System. Hier in Europa nutzen wir PAL. Dementsprechend ist das auch eine der wenigen Action-Kameras, die ich testen konnte, die aus Asien kommen und ein PAL-System unterstützen. Das ist sehr hilfreich, da wir hier PAL auch bei der Beleuchtung sozusagen haben mit 50 Hertz. Das Ganze kommt sich dann nicht in die Quere. Und wenn man da eine Action-Kamera hat, die 30 Bilder pro Sekunde hat, kann das Bild dementsprechend flackern. Das ist auf jeden Fall schon mal ein riesen Pluspunkt. Wobei, wenn ihr das NTSC-System nutzt, könnt ihr höhere Frameraten eingehen. Da könnt ihr also tatsächlich Slow-Motion-Aufnahmen bis zu 240 Bildern pro Sekunde machen. Das ist also richtig cool. Ihr wollt die Fotoauflösung, könnt ihr hier einstellen, 12 Megapixel. Dann könnt ihr noch weitere Einstellungen vornehmen. Natürlich ist der Live-View, könnt ihr ein- und ausschalten der Kamera. Loop-Recording, falls ihr das Ganze als Dashcam nutzen wollt. Dann gibt es einen Night-Modus, von dem ich euch abraten würde. Ich habe den zwar eben hier eingeschaltet, aber den sollte man ausschalten. Dann könnt ihr hier natürlich die SD-Karte formatieren, die Firmware-Version der Kamera updaten. Auf jeden Fall ist die App sehr, sehr schnell. Alles funktioniert super stabil, also die Kamera wird immer gefunden. Dementsprechend ist es auf jeden Fall eine sehr gut programmierte App. Da habe ich schon ganz andere gesehen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Der Live-View ist ebenfalls sehr cool. Etwas ruckelig, also die Übertragung erfolgt nicht in Echtzeit. Jawohl, und das hier ist der Bushmaster. Das hier ist das nächste Elektrofahrzeug, zu dem ihr einen Review sehen werdet. Und hier wird die Kamera auch als nächstes eingebaut. Ich hatte die Yi-Kamera auch schon auf einem Quadcopter. Da hat das Ganze ebenfalls sehr gut funktioniert. Und hier an diesem riesen RCK hat man eben auch eine ganze Menge Platz, wo man die Kamera unterbringen kann. Und da muss ich mir ebenfalls noch was einfallen lassen, wie ich die da befestige. Aber ich denke mal, Befestigungsmaterial habe ich genug. Jawohl, und das sind die ersten Szenen, die ich damit gefilmt habe. Ihr seht hier, der Weitwinkel ist relativ groß. 155 Grad, das ist schon eine ganze Menge. Aber die Bildqualität ist absolut enorm. Und das Ganze wirkt auch so ein bisschen bildstabilisiert. Also da ist ein elektronischer Stabilisator, der wirklich einen guten Dienst macht. Und auch in Bewegung macht das Ganze einen sehr guten Eindruck. Also von der Bildqualität kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Die Funktionen sind absolut vielfältig. Man kann die Kamera, wie gesagt, wunderbar als Dashcam nutzen. Einfach ins Auto, dann sieht das Ganze hier so aus. Die Bildqualität ist hier auch sehr gut. Das Ganze ruckelt und zuckelt nicht während der Fahrt. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Man kann das so einstellen, dass das gefilmte Material alle paar Minuten überschrieben wird. Und dann dementsprechend, falls mal was passiert oder was Wichtiges zu sehen war, kann man jederzeit die Aufnahme stoppen. Also als Dashcam auf jeden Fall geeignet. Und natürlich habe ich die Yi-Kamera auch am Quadcopter getestet. Das hier ist ein Revell Formula Q und ihr seht, der schafft das auch wunderbar, die Kamera hochzuheben. Die Bildqualität ist sehr gut und wenn man hier auch ein bisschen Wobbel sieht, das ist echt minimal im Vergleich zu anderen Kameras. Ich war auch hier ziemlich hoch, also knapp 100 Meter. Wie gesagt, die Bildqualität ist einwandfrei. Bei Gegenlicht wird es ein bisschen dunkel, sieht man später noch so ein bisschen. Ansonsten macht das hier auch in bewegt wunderbare Aufnahmen. Also die Datenrate ist hoch genug, auch bei solchen kontraststarken Bildern noch gut aufzuzeichnen und nicht zu verwischen. Und dabei ist die Kamera auch die ganze Zeit unter Vibration. Das bedeutet, der Quadcopter, der vibriert schon ordentlich in der Luft, je nachdem, wie schnell die Motoren laufen. Und das steckt die Kamera auf jeden Fall sehr gut weg. Das habe ich auch schon anders gesehen. Also dementsprechend ist die Bildqualität schon gut. Und ihr könnt natürlich auch solche Spielereien hier machen, wie Timelapse-Aufnahmen. Das sind also ganz kreative Dinge, die man damit machen kann. Und ich denke, in der Preisklasse fast einmalig. Ich konnte das auch über den Live-View von drin, über das TV-Gerät an der Android-Box beobachten. Also ihr seht auch hier, es wird ein bisschen dunkler draußen. Ich mache auf jeden Fall noch ein weiteres Video, in dem ihr mehr Szenen seht, die mit der Kamera gefilmt wurden, auch Lowlight-Aufnahmen. Und natürlich muss der Bushmaster, den ich euch vorhin gezeigt habe, die Kamera auch noch durch die Gegend fahren.
Bisher bin ich auf jeden Fall begeistert. Die Xiaomi Yi-Kamera hat eine sehr gute Bildqualität, hat ganz viele Funktionen, die allerdings über das Smartphone gesteuert werden müssen, auch die Updates etc. Ansonsten macht ihr da gar nichts falsch. Für den Preis auf jeden Fall, wenn ihr das Display entbehren könnt, habt ihr auf jeden Fall eine sehr zuverlässige Kamera, die ihr immer wieder zum Einsatz bringen könnt. Natürlich sollte man sich ein Unterwassergehäuse mitbestellen, um das Ganze hier sicher zu machen. Und da werdet ihr auf jeden Fall öfters Aufnahmen sehen, die mit der Kamera hier entstanden sind. Jawohl, ich komme langsam zum Ende. Das war's schon wieder von meiner kleinen Vorstellung zur Xiaomi Yi-Kamera. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die in die Kommentare. Ich antworte euch gern. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao.